that flight with you. Today to Vienna, the flight time about 35 minutes. So sieht's aus. Jetzt werden Eier geöffnet. So if you need any further information, meinst du, das ist gut so? Ich glaube schon. Oh, Schmerbe. Crazy. Es ist 8 Uhr am Sonntag. Hier, das sieht man noch eingeblendet, du Honk. Ja. Wir informieren Sie über die internationalen Sicherheitsbestimmungen. Very good, man. Bitte legen Sie Ihre Kopfhörer für diese wichtige Ansage ab. Oh, da geht bald ein 10K-Ei auf, schau mal. Unser Flugzeug hat 4 Notausgänge. Ist gut, ja. Leute, ich will ein shiny Trattini bekommen für das Dragoran. Ja. Glaubst du, bekommen wir das? Okay, wir müssen noch unsere Handys aufladen. Da vorne liegen die einfach am Boden. Da ist ein Stuhl im Bild. Ja, ich glaube, der will nicht weg. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es beginnt jetzt gerade zu regnen. Es ist nicht optimal, aber heute gibt es eine Folge Pokémon Go. Ich hoffe, das wird auf jeden Fall nice. Es ist ja gerade Sonntag, das heißt Community Day ist am Start. Oder diese 11 Community Days gemischt. Ich habe schon ein paar Pokémon gefangen tatsächlich, hatte aber relativ wenig Zeit wegen... Ey, da war alles im Weg. 2 Bälle, dann... eine Geburtstagsfeier, deswegen habe ich den ganzen Samstag eigentlich nicht spielen können. Aber jetzt bin ich hier extra wegen Pokémon Go nach Köln geflogen, oder Schnecksi? Stimmt, oder? Lass dafür einen Daumen nach oben da, das ist heftig. Jetzt laden wir unsere Handys auf und dann gehen wir gleich mal los und schauen mal, ob wir vielleicht das ein oder andere Shiny fangen. Und ein 10-Kilometer-Ei wird gleich am Anfang aufgehen. Und ich bin ultra müde, ich habe gar nicht gepennt. Ich auch nicht. Tschüss. Oh mein Gott, Alter, es ist voll windig. Wir sind jetzt hier in Köln. Beim Mediapark. Digga, gönn dir mal, wie hoch dieses Hallo? Das Gebäude ist sehr hoch. Gönn dir mal. Digga, hier ist so krank viel los, ohne Scheiß. Erstmal gucken, ob das Dratini ein Shiny ist. Leider nicht. Ich habe tatsächlich noch kein einziges Shiny gefangen von Dratinis. Ich war beim Community Day gar nicht anwesend. Digga, da ist voll der fette Fleck oben. Warte mal. Oh mein Gott, Digga. Okay, Dratini wurde gefangen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. 10 Kilometer geht auf. Oh shit, jetzt geht's aber richtig los, Leute. Das wird eine heftige Folge Pokémon. Schätzt mal, was drinnen ist? Ich habe nicht geguckt. Ich schwöre, ich habe nicht geguckt. Ich sag, es ist ein Larvitar. Ein Voltilam. Okay, auch nicht schlecht. Kann ich vielleicht mal wieder ein Ampharos entwickeln? Oder ein Voltilam zu einem... Ja, heißt das Ampharos, ja, oder? Ja, Ampharos. Ja. Das kann ich eventuell mal wieder entwickeln. Da fehlen noch ein paar Candies. Und ich habe einfach festgestellt, dass es dieses krasse Rizeros-Nios gibt. Ich weiß nicht, wie das heißt. Rihornio oder so. Rihornio. Heftig. Digga, das ist so windig, Alter. Komm mal mit. Kommen. Also ich glaube, es gibt von jedem Shiny, oder? Also schreibt es gerne mal in die Kommentare. Vielleicht gibt es generell gar keine Shinies am Sonntag oder am Samstag generell. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Shinies gibt. Also vielleicht gibt es auch gar keine. Aber ich meine, ich habe auch erst insgesamt, keine Ahnung, 20, 30 Pokémon gefangen jetzt in den letzten Tagen. Da ist es noch nicht so wahrscheinlich, dass irgendwas dabei ist. Aber deswegen gehen wir jetzt ein bisschen rum. Ich habe ein bisschen Akku erstmal noch aufgetankt. Und dieses Bisasam bleibt nicht drin. Deswegen, ja, tschüss Bisasam. Ey, da vorne ist ein Tarnhehl. Das ist auch gut. Ich habe nämlich immer noch keinen. Ich habe immer noch kein Motocross. Motorracer. Ich habe immer noch kein Metacross, deswegen ja, muss ich auf jeden Fall auch hier noch ein paar Candies sammeln und den Pokémon regnet es anscheinend. Es ist hier, ja, die Wolken sehen so ein bisschen aus, als würde es gleich regnen. Oder was sagst du? Nein. Ja, ich glaube schon. Es sieht schon heftig crazy aus. Bilder auf jeden Fall auch ganz nice. Also vielleicht machen wir hier in Köln ein paar Bilder auf Instagram. Könnt ihr mir gerne folgen. Ey, jetzt reicht's mir aber hier mit dem Wind, Alter. Ganz im Ernst. Wir gehen jetzt hier rüber. Hier steht ein Mobile. Ja, nee, das brauchen wir nicht. Digga, das ist Tarnhehl, Alter. Oh mein Gott. Hier ist ja voll behindert. Ey, das ist übrigens der Typ hinter der Kamera. Wie heißt du eigentlich? Ich weiß es nicht. Also, wenn irgendwas unscharf oder kacke ist, er ist schuld. Ich bin echt ein bisschen enttäuscht, Leute. Wir laufen jetzt hier schon die ein oder andere Stunde oder besser gesagt Minute rum und bis jetzt war irgendwie noch gar nicht wirklich was dabei und vor allem richtig wenig Pokémon. Vielleicht sind wir hier einfach nicht am richtigen Spot. Ich meine, wir sind relativ zentral, also wer in Köln wohnt oder schon mal da war, ich glaube Mediapark ist schon relativ zentral, aber keine Ahnung, wir schauen jetzt mal. Ich habe Rauch auch noch an und bin schon fleißig am Pokémon sammeln, aber bis jetzt halt leider noch nichts shiny. Also Dratini war halt echt Baba. Deswegen gehen wir jetzt auf jeden Fall mal weiter und holen uns jetzt ein shiny Dratini-Mann. Hier ist ein Voltilam gespawnt. Wow. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gucken
kurz, ob wir da irgendein Shiny dabei haben. Aber sonst gehen wir gleich mal ins Hotel irgendwie eine Stunde pennen oder so, weil, keine Ahnung, ich habe zumindest 3 Stunden gepennt, weil wir schon so früh los mussten. Digga, das ist richtig krank. Vielleicht merkt es auch, dass ich nicht so ganz anwesend bin. Liegt einfach daran, dass ich total müde bin. Aber, naja, vielleicht habe ich auch einfach total viel gesoffen. Nee, natürlich nicht, Leute. So, und jetzt fangen wir hier noch das Lavita. Aber bis jetzt halt leider echt noch kein Shiny. Wir gehen nachher auf jeden Fall noch raus, würde ich sagen. Weil bis jetzt war noch nicht so viel los. Vielleicht finden wir das ein oder andere Shiny noch. Also Platini wäre schon geil. So ein grünes Dragoran könnte man sich schon mal gönnen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Im Notfall trade ich mir das. Vielleicht hat sie irgendwas neu und kann mir eines irgendwie traden. Das wäre auf jeden Fall cool. Hier ist noch ein Blindfahrer am Start. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rennen. Leute, wir sind jetzt im Hotel. Wir haben irgendwie aus Versehen 7 Stunden gepennt. Oh mein Gott, Ratini, komm schon. Immer noch kein Shiny. Ey, Leute, ich habe einfach 0 Glück bei sowas. Ich habe echt keinen Plan. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie viele Shinies ihr insgesamt jetzt an diesen 2 Tagen gefangen habt. Oder eigentlich Freitag ging ja auch noch ab 22 Uhr und Montag geht ja, glaube ich, noch bis 8 Uhr oder so. Ich habe einfach gar nichts. Ich habe gar nichts. Und Leute, warum stehe ich hier mit einem Bademantel? Wir gehen jetzt gleich in die Sauna. Bisschen chillen, ganz entspannt. Da geht auch noch ein Ei auf. Perfekt. Ist auf jeden Fall was zu tun, aber es regnet auch irgendwie die ganze Zeit. Sieht man's? Ja, komm mal ans Fenster. Das ist auf jeden Fall Regen und das Wetter ist echt nicht so geil. Wir sind gerade noch vom Regen geflüchtet. Ja, du kannst jetzt auch wieder mich filmen. Genau, wir waren nämlich gerade noch essen und wir haben hier ein Pi. Sieht ja ganz cute aus. Da geht noch ein 2 Kilometer Ei auf. Mal schauen, ob wir da auch noch irgendwas Nices rausbekommen. Let's go, komm schon. Und, oh mein Gott, naja. Aber Leute, lasst einen Daumen nach oben da dafür, dass ich einfach eine Folge Pokémon für euch mache. Ich bin ja ein Ehrenmann, wisst ihr? Ich fliege deswegen extra nach Köln. Nee, okay, deswegen bin ich eigentlich nicht extra nach Köln geflogen. Aber das werdet ihr dann schon sehen in nächster Zeit. Kommen vielleicht ein paar coole Videos. Ich würde mich darauf schon mal freuen und das ist auch nicht shiny. Gibt es Feuerriegel auch shiny, ja, oder? Ich glaube nicht. Nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, du bist ein Arschloch. Bratan, wohin gehen wir? Bratan, in die Sauna. Moin, Leute. Trimax hier. Ich hole mir jetzt meine Belohnung ab, meine wöchentliche. Weil ich 30 Kilometer gelaufen bin. Digga. Nice. Leute, wir sind jetzt hier bei einem Cresselia Raid. Ich glaube, so heißt das Pokémon. Habe ich auf jeden Fall noch nicht, deswegen kann man sich das auf jeden Fall mal geben. Jetzt ist die Frage, geht es hier in Köln mehr ab als in Graz? Ich meine, es ist 10 Uhr morgens am Montag. Also ich denke mal nicht, dass das so viel am Start sind. Wir sind immerhin zu dritt. Also Snaxy, ich und Danny Merano. Grüßt ihn raus. Keine Ahnung, wo der sich aufhält. Aber mal schauen. Ich denke mal, wir werden gar keine Chance haben, oder? Was meinst du? Also ich meine, wir schaffen die. Ja, wir schaffen den. Let's go, wir probieren es auf jeden Fall. Leute, ich bin echt ein bisschen enttäuscht von dem Community Day Gedöns irgendwie im Gesamten. Kam die einfach so an, stellt sich dahin, guckt so. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von den Tagen so, weil, oder von dem gestrigen Tag, weil ich einfach kein einziges Shiny gefangen habe. Ich meine, ich habe auch den halben Tag verpennt, aber was soll man machen? Ich meine, ich habe schon gedacht, dass man da schon ein paar Shinies fängt. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie viel ihr bekommen habt. Bei mir war es leider der totale Fail und ich glaube, das ist der totale Fail wie dieser Cresselia Raid, oder? Ja. Was meinst du? Ich glaube, das schaffen wir niemals. Wollen wir jetzt schon aufgeben? Nee, lass mich probieren. Digga, ich rippe alle meine Pokémon, Mann. Ja, ich muss die alle wieder in die Pokestation stecken. Poke Center. Ja, nee, komm, ich geh da raus, das bringt gar nichts. Nee, lass den mal machen. Das bringt nichts, Mann. Doch, schau mal, wir haben den gleich. Junge. Wir haben schon ein Viertel der Zeit verbraucht und haben dem ein Zehntel abgezogen. Das wird sich leider nicht ausgehen, Leute. Yo, Porky, was geht? Gewinne 2 Arena-Kämpfe, fange in Ditto-Kämpfe 2 Raids. Darauf habe ich echt gar keinen Bock. Filmst du mich gerade? Ja. Hast du gesagt, du willst noch was sagen? Ja, aber irgendwie doch nicht. So Leute, hier geht ein 5 Kilometer auf und es beginnt hier schon wieder zu regnen. Das Wetter ist echt wack, Mann. Was soll man machen? Aber wir haben hier einen Plinfer, das ist schon mal ziemlich cool. Und ja, der Community Day oder die Community Days haben ja heute schon um 8 Uhr geendet. Digga, es regnet zu hart. Deswegen wir brechen hier ab. Das macht keinen Sinn. Okay Leute, wir sind jetzt hier im Hotel angekommen. Wir waren noch eben einkaufen und ich würde sagen, ich beende jetzt hier auch diese Pokémon Go Folge. Ich weiß, es war ein bisschen chaotisch. Ich weiß, ich hatte nicht so ultra viel Luck, aber ich weiß nicht. Das Luck war einfach nicht da. Ich würde sagen, jetzt machen wir noch einen kleinen Einkaufshaul. Wir beginnen mit Snaxys Tüte. Was hat er sich geholt? Er hat sich erstmal hier Chicken Nudel, Fertignudeln von Maggi geholt. Richtig Premium.
Ey, eine Müllermilch hatte ich auch. Da tropft irgendwie ein bisschen Saft raus. Eine Müllermilch. Cool. Dann hat er sich ein paar Brötchen geholt. Very cool. Und dann noch. Alter, das ist aber gut. Capri Sonne. Und trinkt natürlich nur Safari, der Schnacksi. Und hier eine Mini-Nutella. Keine Ahnung, was du dir dabei gedacht hast. So, und dann beginnen wir jetzt mit meinem. Oh mein Gott, ich habe mir natürlich eine Müllermilch geholt. Und Leute, ich habe die schon am Weg fast ausgetrunken. Nee, Spaß. Eigentlich ist sie noch fast voll. Müllermilch, Bananengeschmack. Ich wollte eigentlich Pistazie. Gab's nicht. Dann habe ich den gleichen Nudeltopf wie Snacksy. Dann habe ich hier einen Pfirsich-Eistee und Ballisto. Ey, Tanzverbot hat sich ein bisschen inspiriert, dass ich mir so einen Scheiß kaufe. Vanille, Getränk. Smoothie. Apfel, Banane, Capuacha oder Capuachu und Vanille. Und dann habe ich auch noch ein paar Brötchen. Ja, das war's mit der Einkaufshaul. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein kostenloses Abo da. Und bald werden dann Videos kommen, wo ihr den wahren Grund erfährt, warum wir eigentlich hier in Köln sind. Weil ich gehe doch nicht nach Köln, um Pokémon zu spielen und kein Shiny zu fangen und irgendwie hier für 10 Euro Frühstück zu kaufen. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.